dezimiert einen klaren Auswärtssieg. Kannst du zu diesem Spiel von gestern Abend vor fast 6.000 Zuschauern in der Porsche Arena noch etwas sagen? Das war ein Derby, von daher schon sehr, sehr prestigeträchtiges Spiel. Die Konsequenzen aus der Vorspielniederlage waren ja auch dann sehr markant und von daher war es jetzt von der Ausgangssituation, denke ich, nicht ganz so schwer, die Mannschaft unglaublich heiß zu machen, oder die Mannschaft war von sich aus unglaublich siegesorientiert oder hat eine unglaubliche Siegermentalität auch ausgestrahlt. Das ist natürlich dann noch zusätzlich erhöht worden durch die Ausfälle, die uns dann ein Tag vorm Spiel noch erreicht haben, dass dann mit Jaco Sejum und mit dem Bagerstedt, mit dem Jakob Bagerstedt, beide Innenblockspieler aus der 6-0 ausgefallen sind. Wir hatten dann am Mittwoch eine Trainingseinheit, wo wir dann praktisch eine 5-1-Deckung, die zur 6-0 werden sollte, mit dem Sebastian Heimann auf der vorne vorgezogenen Position und dem Grzegorz Kosina auf der Hinten-Mitte-Position. Die hat auch die ersten anderthalb Minuten, denke ich, sehr gute Ansätze gezeigt. Aber dann ist das passiert, was natürlich sowas wie das Super-GAU eigentlich war, dass uns dann einer von drei belastbaren, gesunden Rückraumspielern ausfällt, der auch eine sehr, sehr gute Form angedeutet hat, schon beim Final Four oder auch im Training. Und dann musste praktisch Adrian Fahl ran, der, wie alle wissen, Schulterprobleme hat. Deswegen ist er für mich schon der Spieler des Spiels gewesen, weil er hat dann 55 oder 58 Minuten durchgespielt, mit Ausnahme vielleicht von ein paar Aktionen in der Endphase, wo das Spiel durch war. Und was er dann, wie er sich dann für die Mannschaft in Anführungszeichen auch aufgeopfert hat, das ist eine Sache, die ihm viele, glaube ich, gar nicht so zugetraut haben. Also er hat wirklich hier eine unglaubliche Willensleistung vollbracht und der Mannschaft extrem geholfen. Hat auch das taktisch die Aufgabe erfüllt, das Spiel von seiner Seite aus breit zu ziehen, um für die 1-gegen-1 starken Damgard und Knäule den entsprechenden Raum zu schaffen. Wir haben Kreisläufer nach rechts geschoben, wir haben Pfahl sehr breit anstoßen lassen und hatten Damgard und Knäule im 3 gegen 3 immer dann einen Raum von knapp 10 Metern. Und das war natürlich dann auch so was wie der entscheidende Punkt. Wir haben 9-7 Meter rausgeholt. Auch das ist ein Zeichen, dass jeder Spieler bereit war, dahin zu gehen, wo es weh tut. In die Nahdistanz von den Toren sind, wie gesagt, nur vereinzelt vielleicht 3-4 Stück mal aus dem Rückraum gefallen. Alles andere ist man, wie gesagt, dahin, wo die Lücke teilweise nicht so groß war. Und deswegen war natürlich im Angriff Damgard und Knäule unglaublich präsent und spielentscheidend. Ja, und ich glaube, was Ritterbach gestern da gespielt hat, das war sensationell. Er hat nicht nur einen verteidigt, sondern nicht nur zwei, manchmal sogar drei gleichzeitig. Hat das auch von der Cleverness her gut gemacht. Und von daher war er, wie gesagt, Turm in der Schlacht oder die Spitze unserer sehr, sehr aggressiv-offensiven Deckung. Dennoch war es ja bis zur 45., 47. Minute bei 19:20 ganz eng und bei der Ausgangssituation mit dem Final Four, Belastung im Rücken mit insgesamt dann 6 Ausfällen, war ja die große Frage, wie können wir das tatsächlich durchhalten, und das ist eigentlich das Sensationellste überhaupt, dass wir dann nicht nur das Spiel knapp heimgebracht haben mit viel Zittern, sondern die Endphase dann, was weiß ich, mit 7-1 oder was es dann für ein Spielstand mal war, aber deutlich mit 7 Toren dann gewonnen haben, die letzte Viertelstunde. Das war, denke ich, das Herausragendste, und von daher war das wirklich eine sensationelle, eine grandiose Vorstellung, was Charakter, Willensstärke, Mentalität, Leidenschaft, Hingabe, alles für den Erfolg zu tun, wie man es eigentlich besser nicht bringen kann, oder wie ich es in dieser Form auch von unserer Mannschaft noch nicht gesehen habe, dass man eben so über die normale Grenze hinausgehen kann. Das war schon phänomenal. Ja, Derby-Siege sind natürlich die schönsten, aber am Sonntag 12.30 Uhr, ich sage jetzt mal Brunchtime, Handball wieder bei Frischhoff Göppingen, es kommt der Tabellen 13.
Die GWD Minden derzeit 24 zu 40 Punkten. Mit einem Heimsieg könnten wir unser Punktekonto ausgleichen. Wir stehen auf Platz 10 mit 31, 33. Bevor wir zum Spiel kommen, vielleicht nochmal zum Personal. Was denkst du, wer kann denn am Sonntag von denen, die jetzt in Stuttgart nicht dabei waren, mit wem rechnest du denn am Sonntag wieder? Also ganz ehrlich, so mit keinem. Ich bin auch sicher, dass auch Sebastian Heimann zur Verfügung stehen wird. Das heißt, die Spieler, die ab der dritten Minute in Stuttgart jetzt gespielt haben, müssen das nochmal durchstehen oder müssen das nochmal versuchen zu wiederholen, was absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Ich habe heute Morgen mit Andi Schmidt telefoniert oder er hat mir angerufen, weil sie jetzt ja ein bisschen auf Schützenhilfe von uns vielleicht noch hoffen im allerletzten Saisonspiel in Flensburg. Und er hat gesagt, sie sind nach dem Final Four Cup-Finale in Hamburg danach in ein unglaubliches Loch reingefallen, von der Belastung her, von der mentalen Überbelastung her. Und bei uns ist es, wie gesagt, ja mit der dünnen Spielerdecke ebenfalls alles andere als selbstverständlich, dass wir jetzt dann nochmal drei Tage später nochmal so eine absolute Energieleistung als Selbstverständlichkeit erwarten können. Dennoch ist es das letzte Heimspiel. Ich verspreche allen Zuschauern, die uns gestern in Stuttgart super unterstützt haben, die uns in Magdeburg nach einem 10-Tore-Niederlage in den letzten 20 Minuten, wo wir noch unentschieden hatten, wo wir wirklich dann 100 Minuten super in Magdeburg auch gespielt haben, sind wir sogar mit Standing Ovations, mit Applaus verabschiedet worden. Und ich denke, dass wir alles dafür tun werden, im letzten Heimspiel unseren tollen Fans und dem tollen Publikum hier einen sehr, sehr guten Saisonabschluss auch bieten zu können. Rolf Minden, die sind gesichert. Natürlich letztes Heimspiel. In Stuttgart hattest du 9 Spieler, Feldspieler zur Verfügung. Gerke ist als junger Spieler nachgerückt. Ist am Sonntag davon auszugehen, dass da vielleicht noch der ein oder andere Junge dazukommt? Oder ist das Personal so wie in Stuttgart? Ja gut, wir haben ja wie gesagt jetzt keine Möglichkeiten, hier irgendwelche Spieler noch zu verpflichten oder irgendwelche aus der zweiten Mannschaft hochzuziehen. Von daher ist daran nicht gedacht, sondern ich denke, dass dieser Effekt, dass jeder weiß, dass es nur mit einer absoluten 100% Einstellung und auch Leistung, dann Einstellung vor Aufstellung geht, dass das einfach hoffentlich wieder diese Synergie entsteht, dass das optimal alles zusammenwirkt und dass wir mit dem Rücken, mit den Zuschauern im Rücken dann hier, wie gesagt, jetzt mit der gleichen Konstellation antreten müssen, nur mit dieser Vorbelastung nochmal im Rücken, aber ich denke auch mit einem sehr guten Selbstbewusstsein, mit einem sehr großen Erfolgserlebnis. Das hat man auch nach dem Spiel gesehen, wie sich die Spieler über den Derby-Sieg gefreut haben. Und wie gesagt, zu Hause, das letzte Spiel ist immer was Besonderes und das wollen wir mit allen Mitteln, mit der gleichen Einstellung und mit der gleichen Leidenschaft versuchen, erfolgreich zu gestalten. Ja, auf dieses Besondere zum letzten Heimspiel möchte ich mit Peter Kühnle mal sprechen. Peter, wie sieht es denn aus? Das Wetter wird richtig gut. Wie viele Fans haben denn schon sozusagen zugesagt? Wie viele Karten sind denn im Moment abgesetzt? Ja, ich will vielleicht ganz allgemein ein bisschen was dazu sagen, was wir an dem letzten Spiel ja zu erwarten haben, beziehungsweise was wir vorbereitet haben. Du hast es bereits gesagt, das letzte Spiel bietet immer, was das Rahmenprogramm betrifft, was die Emotionen betrifft, so ein paar Highlights. Zum einen haben wir uns überlegt, es gibt ja immer auch diese Thematik mit dieser neuen Anwurfzeit 12.30 Uhr, dass wir den Saisonabschluss dieses Jahr so ein bisschen als Saisonabschluss-Hock organisieren, dass wir ab 11 bereits Live-Musik haben auf der Stadtbühne draußen. Das kombiniert auch mit einem entsprechenden gastronomischen Angebot. Das heißt, man kann sozusagen zum Frühschoppen kommen, zu Weißwürsten und Weizenbier mit Live-Musik in den Tag starten. Dann ist es so, dass wir mit Ernie einen neuen Sponsor haben in der Saison, der das Matchpatronat für dieses Spiel übernommen hat. Da gibt es mehrere Attraktionen im Eingangsbereich. Man kann sich in der Fotobox fotografieren lassen und so weiter. Dann hofft man natürlich ergänzend zu dem, was der Rolf gerade gesagt hat, dass wir auch wenn die tabellarische Situation relativ geklärt ist, beziehungsweise beide Mannschaften sich irgendwo im oberen oder unteren Mittelfeld bewegen, dass wir auf jeden Fall noch alles dafür tun, dass wir den 9. Platz erreichen, dass wir auf jeden Fall unseren Fans einen richtig tollen Abschluss hier bieten, dass wir nochmal alles reinwerfen, so wie wir es gestern in der Porsche Arena auch gemacht haben.
Und dass wir dann vor allem nach dem Spiel diese besonderen Emotionen zulassen. Zum einen, was die Wahl zum Spieler des Jahres betrifft, die wie immer dankenswerterweise unser Fanclub Grün-Weiß organisiert hat. Wir sind schon ganz gespannt, wie die Ergebnisse ausfallen. Ich habe auf jeden Fall gehört, es gab eine Rekordbeteiligung, was die Anzahl der abgegebenen Stimmen betrifft. Und im Anschluss haben wir natürlich wie immer auch ein wehmütigeres Thema mit den Verabschiedungen verdienter Spieler. Vor allem denke ich mal auch die Verabschiedung von Fonny, von Daniel Fontaine, der hier sehr lange gespielt hat, hier mit uns einige Titel geholt hat. Ich möchte die anderen nicht vergessen, aber ich denke, gerade Fonny ist schon auch nochmal dieses Jahr wieder so ein Spieler, der sicherlich, wo es eine emotionale Verabschiedung wird. Und auch diesen Spielern wollen wir natürlich im letzten Heimspiel sehr würdig hier die Möglichkeit geben, sich vom Publikum zu verabschieden, beziehungsweise auch wir nehmen uns das jedes Jahr vor, dass wir diese Spieler hier sehr würdig quasi aus der Frischau-Familie, ich sage jetzt mal, entlassen. Diese ganzen Themen wollen wir richtig gut machen. Wir hoffen, dass möglichst viele Zuschauer kommen, dass wir einen richtig tollen Rahmen haben für das letzte Heimspiel. Es gibt noch Karten in allen Kategorien. Ich rechne mal doch mit einer relativ starken Tageskasse, weil, denke ich, das Wetter gut wird und gerade die spezielle Thematik des letzten Heimspiels mit den Verabschiedungen und so weiter wird sicherlich den einen oder anderen noch dazu bewegen, in die Halle zu kommen und mit uns im Rahmen von so einem Saisonabschluss-Hock die Saison gemeinsam, was das Heimspiel betrifft, gut zu Ende zu bringen. Und dann ist natürlich noch nicht Schluss. Also es gibt noch ein Spiel in Flensburg. Rolf hat die spezielle Konstellation eben angesprochen, was das Meisterschaftsrennen betrifft. Und wir werden wie immer, wie in jedem Spiel, alles dran setzen, dass wir auch dort vielleicht was mitnehmen, weil einfach das auch für den Wettbewerb wichtig ist, dass auch am letzten Spiel jeder alles gibt, damit es einfach ein faires Ende gibt. Also, dann fassen wir doch einfach nochmal zusammen. Am Sonntag bereits ab 11 Uhr hier mit dem richtigen Lichtschutzfaktor bei Frischauf einlaufen. Dann gibt es da so im Freien was zu essen und zu trinken. Rolf, du hast versprochen, nochmal richtig alles zu geben, auch wenn die Mannschaft verletzungsbedingt vielleicht der ein oder andere fehlen wird. Peter, du hast den Daniel Fontaine angesprochen. Ich habe den gerade gesehen. Der kam gerade vom Laufen mit dem Physio. Und natürlich habe ich ihn gefragt, Mensch, denkst du, dass das am Sonntag reicht? Er war da nicht so optimistisch. Wäre natürlich schön, wenn das klappt, so zu einem letzten Spiel. Aber wenn es dann nur die Verabschiedungen anstrichen wird, dann ist das sicherlich auch eine gute Geschichte. Also, gutes Spiel am Sonntag und danach die Emotionen. Spieler des Jahres und die Verabschiedung. Das wären jetzt mal die Fragen, die ich an euch beide hätte. Und jetzt die Fragen. Rainer, bitteschön. It's your time. Rolf, ich war jetzt im Urlaub, bin erst vor einer Stunde zurückgekommen, deswegen jetzt verzeih es mir, wenn ich jetzt da nochmal einhake zu dem Spiel von gestern. Ich habe es leider nicht sehen können. Wie ist das denn jetzt mit Neule und Pfahl? Nachdem jetzt Heimann wird nicht spielen können, Fontaine habe ich jetzt auch nicht in der Aufstellung gesehen. Wie macht er das dann mit Knäule auf halb links und mit Pfahl auf halb rechts? Schöngart kann auch nicht spielen. Es rührt alles noch, auch, das haben wir ja gesehen, auch beim Final Four im EHF-Pokal in Magdeburg. Vielleicht da zwei, drei Worte dazu, wie dann das dann funktionieren soll. Also es gibt, wie gesagt, überhaupt nicht irgendwelche Dinge als Plan B oder A oder C vielleicht sogar zu formulieren. Es gibt eigentlich die Besetzung im Rückraum mit Pfahl, Damgard und Knäule. Am Kreis gibt es nur Kosina. Wir haben dann doppelt besetzte Linksaußenposition mit Schiller und mit Ritterbach und doppelt besetzte Rechtsaußenposition mit Rentschler und Nägele. Und dann haben wir, wie gesagt, noch als zusätzlichen Backup da jetzt den Tobias Gerge dazu genommen und damit müssen wir klarkommen. Vielleicht ein Wort noch zu dem jungen Tobias Gerke, der ja überragend auf der Mitte spielt in Horkheim, aus der eigenen Jugend, ich glaube sogar bei den Mini schon mal in Frischhoff-Göppingen gespielt hat. Ist das der eine Entlastung auf der Mitte für Alan Damgard? Oder ich meine, du hast ja die Positionen auf links außen, was er ja auch spielen könnte. Zugegebenermaßen ist er nicht der Größte, aber sicherlich ein Mann, der Finesse ins Spiel bringen kann. Könnte das eine Möglichkeit sein? Weil der Damgard braucht ja auch mal ein bisschen Pause, nehme ich an, weil der darf ja auch Abwehr spielen dann, oder? Gut, wir haben es gestern, wie gesagt, geschafft, dann schon Damgard in der zweiten Halbzeit, teilweise auch Knäule,
für Ritterbach dann Abwehr-Angriff wechseln zu lassen, dass Ritterbach zweite Halbzeit dann fast nur Abwehr gespielt hat, Schiller dafür dann fast durchgespielt hat. Das heißt, es gibt eine Wechselmöglichkeit, die dann durch Ritterbach in der Abwehr da ist, aber zum Beispiel in der Endphase gestern, in den letzten 3-4 Minuten, kam mir dann Gerker aufs Feld, macht sofort einen Assist für Damgard auf halb rechts, der dann einen wunderschönen Schlagwurf gemacht hat. Und von daher hat dann, wo dann zweifache Manndeckung kam, gegen Kneule und gegen Damgard, und Fahl dann eben aufgrund seiner Probleme mit der Schulter vielleicht nicht unbedingt dann so die Torgefährlichkeit hat, haben wir dann mit Ritterbach auf Rückraummitte gespielt. Also das geht auch immer noch. Noch eine Frage, Rainer? Ja, ich habe mir da ein bisschen das notiert. Es sei herausragend, grandios gewesen, nur mit neun Spielern und Hingabe habe ich mir notiert, Rolf, es ging über die Grenzen hinaus. Jetzt frage ich mich, was gibt es denn dann innerhalb von euch, Verhältnis Trainer, Teile der Mannschaft, Einzelspieler, alle Spieler, denn für Probleme, die man hört, oder gibt es keine? Weil wenn ich das jetzt hier höre, dass die hier wie aus einem Guss spielen, dann darf es ja eigentlich keine Probleme geben, oder? Also ich denke, immer wenn eine Gruppe, egal welche Gruppe man jetzt nimmt, ob das jetzt die Gruppe, die Mannschaft als Gruppe, die ja in der Regel mehr wie eine Gruppe sein sollte, sondern ein zielorientiertes zusammenarbeitendes Team bildet mit klaren Spielregeln, ist es so, dass es immer irgendwelche Einzelbestandteile eines Teams gibt, also sprich einzelne Spieler, die bestimmte Dinge anders sehen oder anders bewerten. Letztendlich ist es nicht entscheidend, wie ist die Stimmung, sondern wie ist das Resultat. Ich finde, es geht bei uns nicht um Erlebnisse, sondern es geht um Ergebnisse. Und was das Team um die Mannschaft herum angeht, auch da ist es so, dass wir, wie gesagt, hier nicht irgendwo eine harmonieorientierte Zusammenlegung von Personen sind, sondern dass jeder irgendwo in dem Team seine Aufgabe zu erfüllen hat. Und dass es auch da so ist, dass natürlich dann in der Zusammenarbeit immer wieder Reibereien, kleine Konflikte da sind. Und ich bin jetzt ja seit 35 Jahren Trainer. So dass ich sage, mit Harmonie gewinnt man keine Spiele, sondern nur mit entsprechender erfolgsorientierter Arbeit, die dann auch teilweise, wenn man für den einen oder anderen ein bisschen ungewohnt ist, ein bisschen unbequem ist. Aber letztendlich sind die Resultate das, wofür ich hier mich verantwortlich fühle. Und alles, was ich tue, ist zum Wohl des sportlichen Erfolgs von Frisch auf Göppingen. Wenn wir jetzt da dabei sind mit diesen kleinen Reibereien, größerer, kleinerer Natur. Wie gesagt, ich war jetzt nicht dabei. Mir wurde erzählt, Peter, dass die zwei Mannschaftsärzte wohl nicht dabei waren, nicht auf der Bank gesessen sind. Wenn ja, trifft das, wenn es zutrifft, warum? Von welchem Spiel sprichst du jetzt? Ja gut, normalerweise, wenn ich richtig informiert bin, dann ist bei Auswärtsspielen in der Regel der Heimverein mit dem Arzt auf der Bank und kann in dem Fall, wo der eigene Physio nicht ausreicht, sozusagen übernimmt er in dem Zusammenhang die ärztliche Betreuung. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass beim Auswärtsspiel sozusagen kein Arzt dabei ist. Wir haben eigentlich bei keinem Auswärtsspiel einen eigenen Arzt dabei. Also da weiß ich jetzt nicht genau, auf was du raus möchtest. Okay, also beim Auswärtsspiel kein Arzt dabei. Rainer, noch Fragen? Rolf, wie ist denn das letzte Verhältnis zu den Ärzten, zur medizinischen Abteilung? Ich habe auch Informationen, dass es auch im Athletikbereich, dass es da auch Unstimmigkeiten gegeben haben soll, der Missstimmung zwischen dir und diesen Abteilungen. Trifft das zu? Oder trifft es nicht zu? Ganz einfach mal hier die Frage, wenn wir da schon dabei sind. Ja gut, es sind natürlich eigentlich Internas, aber da es ja schon offiziell mehrfach bestätigt wurde und offensichtlich ja auch schon Richtung Öffentlichkeit, sprich Richtung Medienvertreter, da sehr viele Informationen vorliegen, ist es natürlich so, dass es nicht immer, wenn es irgendwelche Dinge gibt, nur eine Meinung gibt. Es gibt immer mehrere Meinungen. Das ist in der Wissenschaft so, das ist in der Politik so, das ist natürlich im Sport auch so.
Und letztendlich ist naja immer entscheidend, welche Meinung wird von den Verantwortlichen für die Erfolgswahrscheinliche bewertet. Und danach muss man dann Entscheidungen treffen. Peter, jetzt bist du ja stellvertretender Geschäftsführer. Was denkst du denn, was ist denn jetzt erfolgswahrscheinlicher? Welche wird denn zum Zug kommen? Die von Rolf Brack oder die von anderen Personen? Also grundsätzlich ergänzend zu dem, was der Rolf gerade gesagt hat, ist es ja bereits bestätigt, dass wir ein gemeinsames Gespräch geführt haben. Rolf hat ja zu Recht gerade gesagt, dass es immer wichtig ist, dass man sich regelmäßig austauscht. Da kommt es, wenn es um Erfolge geht, auch immer wieder zu Konflikten. Rolf hat es eben bereits ja selber gesagt, dass es auch immer wieder auch zu Reibereien gibt. Und das Wichtige ist bei aller Erfolgsorientierung, der ich mir im Übrigen anschließe, dass es hier um Erfolge geht, ist natürlich trotzdem, dass man die Reibereien dann auch immer wieder ausräumt und dass man natürlich konstruktiv, kritisch Themen aufeinander abstimmt, damit logischerweise wir insgesamt Erfolg haben können. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns darauf verständigt, dass wir das Final Four angehen, dass wir die Saison zu einem richtig guten Ende bringen. Und das ist der Stand. Von daher, was uns extrem wichtig ist, und da sind wir mit Rolf einer Meinung, es geht hier um Resultate, es geht hier um Erfolge. Und es geht darum, dass man gemeinsam einen Weg findet, wie man Erfolge feiert. Das ist das Ziel, das ist unser Unternehmensziel, dass wir sportlichen Erfolg haben auf der Basis von einer entsprechenden wirtschaftlichen Solidität. Und das ist Stand, da sind wir uns völlig einig. Okay, Rolf, ich widerspreche dir ungern, du hast gesagt, es geht nicht um Erlebnisse, sondern Ergebnisse im sportlichen Bereich allemal. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn ich das Spiel am Sonntag anschaue, darf man schon davon sprechen, es geht um Erlebnisse, ab 11 Uhr auf der Stadtbühne mit Weißwurst und Getränken und dann ab 12.30 Uhr geht es natürlich um Ergebnisse, nochmal ein Heimsieg und wieder Erlebnisse nach dem Spiel mit Verabschiedung von Spielern und auch der Spieler des Jahres wird gekrönt. Insofern sagen wir, Sonntag machen wir Erlebnisse und Ergebnisse. Bin ich voll d'accord. Okay, also dann verstehen wir uns da und ich hoffe natürlich, dass ganz viele Frischau-Fans den Spielern, die die Mannschaft auch verlassen, den würdigen Rahmen geben. Viele hier bei Frischau aus dem Marketingbereich, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Haus haben sich sehr viel Mühe gegeben, um dieses letzte Spiel wirklich mit einem schönen Vorprogramm, Hauptprogramm, da bist du verantwortlich mit deiner Mannschaft, aber auch noch ein Nachspiel, ein schönes zu geben. Und deshalb hoffe ich, dass sehr viele Zuschauer zum letzten Heimspiel kommen. Denn bis zum 4. August, Peter, den Termin weiß ich schon, bis zum 4. August wird man Frischau hier dann wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und dann geht es mit der Players Night weiter. Also grundsätzlich ist natürlich klar, dass wir bereits jetzt zu 70-80% mit unseren Tätigkeiten auf die neue Saison schauen. Wir sind mitten im Dauerkartenverkauf, wir sind mitten in den Sponsoringgesprächen, wir sind mitten in den Planungen aller Rahmenthemen für die nächste Saison. Da gibt es viele organisatorische Sachen rund um die Mannschaft zu organisieren. Da gibt es wieder die wirtschaftlichen Grundlagen zu legen für die nächste Saison. Von daher ist natürlich auch alles, was wir gerade tun, extrem wichtig für die Prozesse, die sich auf die neue Saison dann beziehen. Und wir werden dann am 4.8. hier mit der Players Night starten, wieder in einer Doppelveranstaltung mit den Frischau Frauen. Das ist ja bei uns eine schöne Tradition, bis auf die letzte Saison, als die Halle gesperrt war, dass wir da einfach die Handballhauptstadt leben und in dem Zusammenhang in der Doppelveranstaltung hier die Saison eröffnen. Aber zu allen weiteren Terminen werden wir dann zur entsprechenden Zeit dann informieren. Jetzt geht es einfach darum, die Saison gut zu Ende zu bringen und dann natürlich bereits jetzt an alle zu appellieren, frischer auf nächste Saison die Treue zu halten, sowohl was die Dauerkarten betrifft, als auch was die Sponsoren betrifft, weil wir haben hier noch richtig was vor und ich kann nur alle appellieren, bei Frischau dabei zu bleiben. Also herzlichen Dank. Sonntag 12.30 Uhr Frischau gegen TSV GWD Minden und ab 11 Uhr auf der Stadtbühne das Vorspiel. Vielen Dank und auch viel Spaß beim Zuschauen bei Facebook. Musik